Mit Turner haben wir unseren Beschützer verloren. Paul, ich will als Held zurückkehren. Aber nun, da Pearson das Sagen hat, komme ich vielleicht nie nach Hause. Frohe Weihnachten, Turner. Oh, und Turner. Pearson macht den Bauernjungen zum Corporal. Was sagen Sie dazu? Wohl, dass du immer noch der alte Drecksack bist, Aiello. Hört auf damit. Auf Turner! Auf Turner! Verdammter Glückspilz. Immer der Erste, was? Sehen Sie mich nur an. Ja, genießen Sie den Abend. Denn morgen, wenn der Konvoi da ist, stehen Sie vorn und verteidigen ihn. Und Turner ist nicht da und wird Sie schützen. Hey, locker! Locker. Sie sind jetzt Corporal, was? Ja, lassen Sie mal sehen, wie locker das läuft. Na los. Geben Sie mir einen Grund. Ja, dachte ich mir. Sechs Jahre dienten wir zusammen. Sechs. Verschissene Weihnachten. Der Konvoi kommt durch und wir müssen dafür sorgen, dass er den Rhein erreicht. Wir müssen nur die Kälte überstehen. Und Pearson. Schicke Stiefel, Kamerad. Sind die neu? Ja, er hat sie der Ablösung gestohlen. Der Arme ist erfroren. Wenn Pearson nicht so geizig mit dem Nachschub wäre, müsste ich nicht stehen. Schon okay. Sie haben dem Jungen eh nichts genutzt. Wo ist der Bauernjunge, den ich mal kannte? Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Tolle Weihnachten, was, Männer? Ja. Soll ich auch mit meiner Süßen an einem warmen Feuer kuscheln, wenn ich mir mit euch Pennern den Arsch abfrieren kann? Scheiße, Pearson. Hey, hallo, zurück an das MG. Ja, Sergeant. Sergeant, gibt es noch mehr Mäntel oder Decken? Sie haben mehr als genug. Der Ostgraben wurde angegriffen. Bringen Sie den Jungs da eine Munitionskiste. Ich nehme die Munition. Aiello ist fast leer geschossen. Nun, dann sollten Sie jeden verdammten Schuss ins Ziel bringen. Und damit willkommen zurück zu Call of Duty World War 2 mit mir, dem Fexer, hier bei den Ungleichen. Willkommen, ihr Lieben. Und willkommen zur 9. Mission, wenn ich mich nicht täusche. Und da das Spiel 12 Missionen birgt, sind wir schon relativ nah am Schluss und ich bin nach wie vor noch gespannt, wie sich die Story entwickeln wird, ob die sich überhaupt entwickelt. Munition für alle. Denn er ist der gute alte Nikolaus. Wirf es unter unseren Baum. Ja, bis jetzt ist es ein bisschen mager, muss ich ehrlich zugeben. Was hast du dabei? Schokolade? Trockene Socken? Scheiße, Deutsche auf dem Hügel, 12 Uhr. Aber dazu können wir später noch ein bisschen mehr abquatschen. Erstmal, wenn wir die Deutschen hier abknallen. Jetzt schauen wir noch, ob ein oder andere mehr hier sich verbirgt. Da rennt nur einer. Kriege ich den hier? Ja, den. Gut geschossen, Daniels. Danke. Die Erdnordfässer berichtet niemandem mehr. Wie zur Hölle sind die an 88 vorbeigekommen? Meld dich besser mal beim Kommandozelt. Wie sind die an 88 vorbeigekommen? ja. Wie gesagt, zur Story später selber noch mal ein bisschen mehr. Wir wollen noch mal im nächsten Vidcast noch mal drüber reden. Und da können wir das ein bisschen genauer auseinandernehmen. Jetzt spielen wir sie erstmal durch und dann können wir uns noch ein Bild mal drüber machen, wenn man es insgesamt ansieht.
Und vielleicht entwickelt sich das eine oder andere noch zu einer interessanten Sache. Ich habe ja das eine Kapitel verwechselt. Tullsfabrik nannte sich das und da war ja so ein bisschen mehr, habe ich ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin, weil im Vorfeld so viel gequatscht wurde über das Spiel. Ich habe eine Überraschung hier. Und ja, vielleicht doch ganz gut so. Das ist Howard. Schön, Sie kennenzulernen. Howard Woolwitz. Hi. Ich hatte nicht erwartet, mit einem so guten Pionier zusammenzuarbeiten? Howards Kompanie hat den Kamm eingenommen. Dass Sie die kämpfen lassen. Oh ja. Sterben lassen Sie uns auch. Gut. Wenn dieser Konvoi durchholt, wird dir die Hölle losbrechen. Ich dachte, die Reserve kämen. Wir sind die Reserve. Sergeant, fordern wir Luftunterstützung an. Sieh mal einer an. Daniels hat gemerkt, dass er ein Corporal ist. Das Funkgerät geht. Ich würde mich nicht auf Hilfe verlassen. Unsere Piloten haben schon genug zu tun. Jetzt müssen wir diese Jungs nur noch sicher bis zum Rhein bringen. Ja, wenn auf einer Brücke stehen. Das nenne ich optimistisch. So, und jetzt auch mit Facecam. Die hat sich gerade im OBS ein wenig verschoben nach unten und lag unter dem Spiel sozusagen. Aber jetzt ist ja da. So. Darum nochmal willkommen. Oh fuck, und jetzt geht's hier los. Einfach zu bombardiert. Boah. Wir bleiben alle unten, ne? Ist es vorbei? Alles okay? Ich lebe. Sie klopfen uns vor einem Angriff weich. Wir müssen Pearson finden. Und der Brad Pitt ruft schon wieder. Hier lang. Komm, Panzer nähern sich und trennen unsere Linie. Da ist ein Funkgerät im Gefechtsstand. Mit Feuerschutz bringe ich es zum Laufen. Mein Gefechtsstand sind Feinde. Hey, Sie sind jetzt ein Corporal, verdammt. Benehmen Sie sich wie einer. Ich verlange, dass wir ihn da rausholen. Ist aus Queens. Nichts Neues. Wenn du meinst. Ich war Unteroffizier. Habe meinen Rang hierfür aufgegeben. Wir müssen was tun. Los! Gehen Sie voraus. Die Welt steht auf dem Kopf. Warte nur, bis ich dir die Nase breche. Hey, Sie kriegen das hin. Wenn Howard stirbt, sind wir erledigt. Wenn ich jetzt durchsprinte, sollte ich das Funkgerät gut erreichen, oder? Da sind sie. Freundliche Infanterie, sie kommen aus dem Wald! Zum Funkgerät! Krautlöscher an der Baumgrenze! Ich hab's! Es ist im Arsch! Das wird eine Weile dauern! Beschäftigt sie so lange! War ja klar. Während die das reparieren, muss ich hier die Leute ablenken. Das ist so typisch. Howard, Beeilung! Verfluchtes Ding! Wo war das? Und jetzt auch hier rein? Fordern wir mal an. Rover Joe, Rover Joe! Hier Deckwood White 5! Fordere Luftunterstützung an! Verstanden, Deckwood White 5. Unsere Flieger unterstützen zurzeit schwere Bomber. Ankunft unbekannt. Ende. 509, hier Kommando. Wir haben eine Notfallanforderung für Luftnahunterstützung erhalten. Übernehmen Sie das nach Erreichen des Zielgebiets. Verstanden, Kommandant. Kümmern uns darum, soweit wir sicher sind. Große Änderung vorgenommen. Noch 3 Minuten bis zur Zielposition. Wie schützen wir diese Jungs? Nähern uns Luftabwehrgeschützen. Fliege Ausweichmanöver auf der Flak zu entgehen. Oh ne, weißt du, was bin ich immer schlecht. Formation halten, nicht bei den großen Hügeln bleiben. Steuerung zum Fliegen nach oben und unten. Okay.
zur Spitze der Flugstaffel. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Kannst du schon mal drehen, bitte? Hallo? Nein! 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 Och, Mann! Kursänderung vorgenommen. Noch 3 Minuten. Nähern uns Luftabwehrgeschützen. Fliege Ausweichmanöver, um der Flak zu entgehen. Formation halten. Dicht bei den großen Vögeln bleiben. So, jetzt hab ich das einfach mal nicht entgegengenommen mit dem scheiß X-Achsen-Umkehr-Kack. Fliegen wir zur Spitze der Flugstaffel. So, und so geht's nämlich auch. Der Flakbeschuss scheint nachzulassen. Augen nach Deutschen offen halten. Feinde auf 2 Uhr. Oben. Ich sehe sie, ich sehe sie! Halten wir sie von den Bombern fern. Formation brechen. Alter, wie das wackelt. Beschuss von Verbündeten einstellen! Jetzt, na endlich. Ja, da halt mir den mal vom Arsch. Wenn ich den hier abknalle, danke. Getroffen! Ich dreh mal rum. Wo ist er denn? Da ist er. Ich hasse sowas. Das macht keinen Spaß. Das ist nervig. Das ist einfach nur scheiße. Und umgesetzt gerade so. Ich komme ja, ja so schwammig. Wer selber spielt und. Könnt ihr euch das vorstellen, was ich damit meine? Es ist echt nervig. So, der ist abgeschossen. Wie viel denn noch? Als einziges Flugzeug räumen wir den ganzen Himmel hier auf. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Jetzt ist der Nachladen. Jetzt werden wir beschossen. Und das wackelt vor sich hin. Mir wird richtig schlecht. Es ist so nervig. Ja, komm. So ein Ruckeporti hier. Oh, wie oft noch? Das war zu einfach. Das war zu einfach. Vorsicht, noch mehr Flakbeschuss. Natürlich. Ich hab mich wohl zu früh gefreut. Ja, natürlich, das konnte ich mal 1000 werden. Mayday, Mayday, Mayday! Mal nach unten. Linke Ruder klemmt, wir verlieren Höhe. Wir wurden getroffen! Alle Systeme ausgefallen! Der Himmel ist frei. 10 Meilen bis zum Ziel. Da sind die Deutschen wieder. Natürlich. Hinter uns! Reicht nicht, ne? Setzen Sie unter Druck, Jungs! Was, wie viel muss ich noch aus... Das ist eigentlich euer scheiß Ernst? Fliegt auf die Deutschen, nicht auf uns! Keine Bombe mehr anzünden! Flakbrecher! Linkes Flugzeug ausgefallen!
Wo ist der andere da hier? Wo ist er denn? Ja. Scheiße. Ich muss das Flugzeug hier. Ich krieg hier eine Macke. Wir müssen da jetzt eigentlich mal abstürzen, oder? Immer noch im Rest. So. Oh, jetzt bleib doch mal hier. Versiffte Keule. So, haben wir jetzt bitte. Wir verlieren Höhe. Wir schaffen den Bomber. Wir haben einen Bomber verloren. Los mit dem Gerede. Formation einnehmen. Kommando hier 509. Was ist jetzt? Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Verstanden, 509. Feindliche Infanterie und Panzerfahrzeuge greifen die 9. Panzerdivision an. Ende. Robo Joe! Robo Joe! Geht der gut weit? Robo Joe! Robo Joe! Wo zum Teufel bleibt die Luftunterstützung? Durchhalten, Deckwood White 5. Flugzeuge nähern sich. Noch 50 Meilen. Ende. Rücken Sie raus hier! Bewegung! Bewegung! Wir müssen zurück an die Front! Rückzug! Los, los, los! Sie sind direkt hinter uns! Ja. Schön. Du bist also der Herr linke Flanke, Pearson. Komm, lad nach, schneller, 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 schneller. So, haben wir noch einen. Alles sicher. Gib mir mal was, ich hab doch meinen Sold erreicht hier. Weiter. Festhalten! Halte durch, Kumpel! Der ist erledigt! Mir geht's gut! Danke! Halten Sie die Baumgrenze im Auge! Augen auf! Die Deutschen sind jeden Moment zurück! Aktivität bei den Wolfen! Nichts hier mit dem Ding. Reinrotzen.
Alter. Das sollte genügen. Und er fährt direkt rein. Aber noch einen, der hat sich wieder will. Okay, wir haben's. Müssen wir mal Ammo geben? Das Funkgerät noch! Fertig! Wir brauchen einen Luftangriff auf diese Panzer! Die sind schon im Sicherheitsdienst! Jetzt egal! Die sind ungeschützt! Das ist zu nah dran! Versteck kein Wort, Mann! Zum Glück sprichst du mit Untertiteln! Welch Traumatik. Pearson schon seinen Verstand verloren. Ich weiß so viel wie Kriegt Sie. Kriegt bestimmt eine Medaille dafür. Das war gar nicht zu üblich. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Das Erste. Denn jetzt bringen Sie die Deutschen ins Gefangenenlager. Ja, Sir. Und beeilen Sie sich. Ich kenne diesen Blick bereits. Kurz vor dem Kasserinpass. Wir sind auf uns gestanden.